Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Herrwood an. Dieser hat über den Ipuro Raumduft geschrieben, welchen er mit 4,3 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Ipuro Raumduft Test, Ipuro Raumduft Erfahrungen. Gerüche schlagen auf das Gemüt, das ist bewiesen. Wenn es wohlig angenehm duftet, dann fühlt man sich auch wohl. Ob im Badezimmer, Wohnzimmer oder in der Küche. Ein Raumduft kann immer entscheidend zum passenden Ambiente führen oder eine Stimmung zaubern. Die Düfte von Ipuro sind wohl die bekanntesten. Das Ipuro Cotton Fields oder Ipuro Vanilla haben fast Kultstatus erreicht, zumindest bei den Duftliebhabern. Ich will euch heute mal erzählen, wie mein Ipuro Raumduft ausfällt und vor allem werde ich auch auf die Ipuro Air Pearls eingehen. Ein paar Worte zu der Marke. Ipuro ist eine Marke der Grease Deco Company GmbH, ein deutsches Einzelhandelsunternehmen. Bekannt von ihnen ist vor allem Depot, ein Geschäft, wo man Deko, Wohnbedarf und Wohnaccessories kaufen kann. In ganz Deutschland sind Depot-Filialen bekannt. Dort werden eben auch die Raumdüfte und Kerzen der Marke vertrieben, sowie im Internet. Ipuro Sortiment. In erster Linie besteht das Sortiment aus den Raumdüften und meistens gibt es zu einer Duftlinie noch die passende Duftkerze. Die Raumdüfte sind in Glasflaschen enthalten. Damit sich der Duft gleichmäßig und langsam im Raum verteilt, aktiviert man es, indem man kleine Holzstäbchen in die Flasche und die Duftflüssigkeit tränkt. Je nachdem, wie viele Holzstäbchen man verwendet, verbraucht sich der Duft recht schnell oder recht langsam und das Ergebnis ist sehr intensiv oder weniger intensiv. Es werden verschiedene Duftlinien angeboten, aufgeteilt in die Ipuro Wellness Line, die Ipuro Classic Line, die Luxus Line und die Season Line. In der Ipuro Season Line befinden sich immer wechselnde Düfte, die sich eben an die jeweilige Saison anpassen. Wellness Line. Diese Aromen sind auch sehr neu auf dem Markt und sollen zu einem sinnlichen Moment der Ruhe führen. Hier findet man Calming Call, welches blumig, frisch und holzig riecht, Energizing Grass, welches nach Limone und Minze riecht und Balancing Orchid, blumig und fruchtig. Zu jeder Linie gibt es den Diffusor, eine Duftkerze, Hand- und Bodylotion, Handseife und eine Handcreme. Classic Line. Hier befinden sich die Klassiker. Mente Balance, welches nach Bergamotte, Maiglöckchen und Moschus riecht. Lemongrass, welches nach Limone, Zitronengras und Rose riecht. Green Tea, riecht nach Limone, Jasmin und Zitrus. Und Pure Silk, welches nach Limone, Rose und Jasmin duftet. Garden of Eden, welches nach türkischen Rosen, Pfingstrose, Maiglöckchen, Moschus und Mauerpfeffer riecht. Und zum Schluss noch Ipuro Vanilla, welches nach Zitrus, Vanilleblüte und Karamell duftet. In der Classic Line findet man ausschließlich nur die Raumdiffusor. Luxus Line. In der Luxus Line sind die Flaschen dem Namen des Duftes angepasst. Black riecht nach Eukalyptus, Patchouli und Amber. White riecht nach Minze, Jasmin und Sandelholz. Cashmere riecht nach Johannisbeere, Gardenie und Zedernholz. Und Leather and Wood riecht nach Heliotrop, Leder und Vanille. Season 9. Wie gesagt, variieren hier die Düfte immer abhängig von der Jahreszeit. Aktuell haben wir Bloomy, Lovely Garden, Frozen Collider und Frozen Margarita. Viele der Düfte gibt es noch als Duft, welche man sich in das Auto legen kann. Ipuro Air Pearls. Die Air Pearls funktionieren anders als die normalen Düfte. Einmal gibt es den Air Pearls Autostecker, den man in den Zigarettenanzünder steckt, den Air Pearls Wandstecker, den man in die Steckdose steckt und den Air Pearls Cube, den man irgendwo im Raum aufstellen kann, da er ohne Stromquelle läuft. Der Wandstecker eignet sich für Räume mit einer Größe bis zu 12 Quadratmetern und der Cube reicht sogar für Räume, die bis zu 20 Quadratmeter groß sind. Diese Diffusor verteilen den Duft elektrisch. Betrieben werden sie mit sogenannten Duftkapseln, die man in das Gerät einführt. Bei dem Cube kann man zwei dieser Kapseln einlegen. Wer es nicht ganz intensiv haben möchte, der belässt es bei einem. In den Wandstecker und den Autostecker passen immer eine Kapsel. Air Pearls Preise. Bei Amazon finde ich die folgenden Preise. Den Autostecker für 19,99 €, den Wandstecker für 24,99 €, den Cube für 44,43 € und die Duftkapseln für 6,99 €. Die Stecker sowie den Cube gibt es in Weiß, Schwarz und Taube. Ipuro Raumduft Test, Ipuro Cube Erfahrungen. Ich bekenne mich als absoluten Duftjunkie, seien es Duftkerzen, kleine Duftöle oder eben solche Diffusor. Meine unanfechtbaren Lieblinge sind Ipuro Cotton Fields und Ipuro Flower Bowl. Cotton Fields ist ein Duft, der irgendwie immer geht. Nicht sehr aufdringlich und hat diesen typischen frische Wäscheduft, aber nur in edel. Flower Bowl hingegen riecht sehr frisch und blumig. Eigentlich bin ich gar nicht so der Fan von aufdringlichen Blumendüften, aber dieser hat mir doch tatsächlich so gut gefallen, dass ich ihn nachgekauft habe. Bei den Diffusoren mache ich es immer so, dass ich nicht alle mitgelieferten Holzstäbchen in die Flasche gebe. Mir reichen 4 vollkommen aus, denn einerseits hält mir der Duft so länger an und andererseits steigt es mir nicht so sehr zu Kopf. Ganz zu Anfang hatte ich das Glasfläschchen direkt bei mir auf dem Schreibtisch stehen.
Das war mir dann aber gerade beim Öffnen der Flasche viel, viel zu stark. Mittlerweile steht es bei mir auf der Fensterbank und beglückt von dort aus mein Zimmer mit einem duftigen Ambiente. Besonders fällt es auf, wenn man den Raum für längere Zeit verlassen hat und wieder reinkommt. Gerade dann merkt man, dass da ein kleiner Diffusor ganze Arbeit leistet. Letztens dann habe ich die AirPods gesehen und war von der Idee hin und weg. Da mein Raum etwas über 20 Quadratmeter fasst, nahm ich den Cube in Taube. Zum Glück gibt es die Duftkapseln auch in Cut & Fields und Flower Bowl. So wie ich das gesehen habe, sind eigentlich alle Düfte der Classic Line vertreten in Kapselform. Der Cube kann zwei verschiedene Modi abrufen, Intervallfunktion 10 Minuten an, 10 Minuten aus und nach 360 Minuten ganz aus oder Dauerfunktion für 60 Minuten an, danach im Standby. Ich mag es am liebsten, wenn das Intervall läuft, dann hat man alle 10 Minuten einmal einen Kick, der einem aber nicht gleich zu Kopf steigt. Seit ich den AirPods Cube habe, verwende ich die normalen Diffusoren nur noch im Badezimmer. Wer die Düfte von Ipuro so liebt, sollte sich auf jeden Fall mal den Wandstecker oder Cube ansehen. Als nächstes überlege ich mir noch, ob ich mir den kleinen Autostecker zulege. Da wir unseren Hund dort immer wieder mitnehmen, denke ich, dass das dem typischen Hundegeruch gut entgegenwirken könnte. Ich hoffe, mein Ipuro Cube Test konnte euch weiterhelfen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.